Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute melde ich mich wieder mal mit einem Bildvideo zurück von der Serie Faktimeter in 1.8.3. Und zwar will ich euch sagen, ich habe hier ein neues Bild gefunden, das wird euch Spaß machen, das ist stark und wird die Gegner so zum Fluchen bringen, ihr werdet Nachrichten bekommen, sehr viele. Und ja, das ist mal ein kleiner Spoiler für euch für das Bild hier und jetzt werde ich euch das Bild zeigen und dann ein bisschen Gameplay, Solo-Gameplay in Schlacht mit dem Bild. Ich wollte mir das einfach just for fun zusammenbauen und dann war es so stark, dass es einfach nicht mehr hergeben wollte, das Spiel, und euch zeigen will. Mein Bild ist hier ein Lone-Star-Set, 6er Bonus, mein Beste ist auf Lebenspunkte mit zweimal Schusswaffenmod mit Lebenspunkten auf der Weste und Fertigkeiten Eile. Meine Maske ist auf Crit-Chance geskillt, meine Knieschoner sind auch auf Ausdauer mit Lebenspunkte, Schock, Blutungs- und Disrupt-Resistance, das ist ein Godroll hier. Als Performance-Mod habe ich hier ein Crit-Chance auf meinen Rucksack, der ist auf Schusswaffen wieder, auf den habe ich Stabilität gerollt, weil wenn der Berserker-Bonus kommt von Lone Star, das ist der 6er Bonus, da bekommt ihr 30% mehr Feuerrate und 30% mehr Schaden. Und ihr müsst natürlich nicht nachladen und da braucht ihr auf jeden Fall Präzision. Ja, meine Handschuhe mit Schrotflintenschaden, Crit Chance und Crit Damage und mein Holster ist auch mit Crit Chance. So, kommen wir mal zu meiner Showstopper. Ich habe hier empfänglich tödlich, aber ich will euch hier empfehlen, kein tödlich hier zu nehmen, sondern nachtragend. Ich bin leider noch auf der Suche nach einer mit nachtragend, da ich noch nie die Showstopper gespielt habe zuvor und natürlich deswegen auch keine habe. Als Zweitwaffe nehme ich dafür das MG5 mit kompetent, boshaft und tödlich. Ihr seht hier meine Stats für meine Showstopper: 17% Crit Chance, fast 100% Crit Damage, die Skillbar ist zu vernachlässigen, meine Lebenspunkte sind 370.000 und meine Zähigkeit 556.000. Also sehr tanky, und wenn ihr nachtragend auf der Waffe habt, dann könnt ihr wirklich länger hier stehen, und ich merke selber, ich würde viel mehr Tötungen machen, wenn ich hier nachtragend hätte auf meiner Waffe. Bin hier noch auf dem Suchen, also falls ihr eine findet, bitte in den Kommentaren schreiben. Ich brauche eine Showstopper mit Nachtrag oder mit Boshaft für die Crit-Chance, aber alles besser als tödlich. Also nehmt nicht tödlich, ich will euch nur das Bild zeigen. Das Bild geht nämlich auch ab mit tödlich. Das Charaktertalente nehme ich ruhige Hand, Präzision, Adrenalin und das vierte könnt ihr euch aussuchen. In Skirmish nehme ich natürlich Verbündetenheilung mit Medikit, aber ihr könnt auch sehr durchs Medikit 10% mehr Schaden, weniger Schaden bekommt, on the move in Bewegung nehmen oder auch Konter. Das sei euch überlassen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall würde ich euch raten, testet das Bild aus. Ich weiß nicht, wieso das Bild keiner spielt. Ich habe mir gedacht, ja, probieren wir es mal aus. Showstopper habe ich eh noch nie gespielt, mal was anderes. Und dann ist das Chat so stark und wie gesagt, ich habe Nachrichten bekommen en masse hier. Mit dem Set Cheater, APM-Glitch und weiß der Geier alles was. Ah, nein, es ist einfach nur der Lone Star. 16% bekommt ihr vom 3er und 5er Bonus vom Lone Star. Insgesamt mehr Schaden für die Schrotflinte und für das LMG. Und wie gesagt, das 6er Bonus, da bekommt ihr nochmal 30% Feuerrate und 30% mehr Schaden. Und sobald der Berserker Bonus, also das 6er Bonus von Lone Star hier, aktiv ist, dann gibt es kein Halten mehr. Sobald der Gegner einmal ruhig hier steht, ist er normalerweise tot. Ich habe hier in dieser Skirmish-Runde noch einen Mod hier auf Elektronik gemacht für räuberisch auf meiner Trittwaffe. Nur der Nachteil dabei ist, jedes Mal, wenn ihr auf die Trittwaffe wechselt, ist der Berserker-Bonus, falls ihr den habt, nicht mehr hier, weil ihr die Waffe gewechselt habt, und deswegen habe ich das auch wieder sein lassen dann in zukünftigen Runden, dass ich hier einen Mod auf Elektronik nehme, weil ich sowieso nicht wechsle, weil ich ja immer weiter schießen will die meiste Zeit, dadurch, dass ich mehr Schaden und mehr Feuerrate habe. Ja, auf jeden Fall ist das mein neues Fun-Bild, Faktimeter-Bild, oder ich nenne es auch nur einfach nur Abfuck-Bild, da der Stagger und die Showstopper in Kombination wirklich gut sind, und wenn da wirklich viele Leute damit spielen, ja, dann Prost und Mahlzeit, würde ich mal sagen. Ja, das war jetzt mal ein Bild wieder. Mich würde interessieren, was ihr von dem Bild haltet. Und wenn ihr das gespielt habt, wie hat es euch gefallen? Ja, dann
Dann wünsche ich euch noch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Bild und mit eurem Set und mit The Division. Dann schönen Tag noch und über ein Like, über einen Follow werde ich mich freuen. Viele Videos sind in Planung und kommen bald online. Ich werde The Division nicht verlassen, ich werde hier bleiben. Also, dann schönen Tag noch, Leute. Man hört sich und sieht sich. Ciao, ciao.